nicht zu reden von Kanada. Kanada, bla bla bla. Na, oder so, oder so. Wage ich mir ja nicht, mich heute noch einmal anzureden. Ja, ist recht. Der merkt, sie kommen nicht mehr heim. Wir bleiben den ganzen Tag meine Wirtschaft hier auf die Ausgänge, gell? Du bist auch noch da, ich meine, da liegt der Parkenträger, die Wasch. Stange, ich danke dir bis an mein Lebensende, dass du mir heute Nacht Asyl gewährt hast. Na, sag mir, wo bist denn du mitten in der Nacht hergekommen? Nein, weil es bei dir so langweilig war. Bin ich halt zum Unterwirt gegangen, wo die anderen auch alle waren. Ja. Und nachher bin ich halt ein bisschen versumpft. Ja. Und dann war ich nicht mehr ganz nüchtern. Aha. Und nachher hat mich meine Alte rausgeschmissen. Mhm. Gott sei Dank habe ich bei dir noch das Licht gesehen. Na ja, nochmal eine Nacht. Und eine Decke auf derselben Bank kommt für mich nicht mehr in Frage, gell? Das ist dein wahrer Freund, ich danke dir. Ja, gut. Jetzt kommst du mir erst. Was? Warum hast denn du in der Wirtsstunde geschlafen? Ja, da habe ich meine Gründe dafür gehabt. Und du gehst jetzt heim, geh zu. Darf ich noch schnell frühstücken? Ja, mit was denn? Bringst mir eine halbe. Der Frühstück mit Bier, da gibt's das auch noch von mir aus. Mir ist gleich. Einen recht schönen guten Morgen, Stankenwirt. Ja, der Lorenz ist auch schon da. Und das Bett hat er sich auch gleich mitgebracht. Du bist mir gerade noch abgegangen, mein Lieber. Ja, das weiß ich doch, Stangelwirt. Ja. Komm, sitz dir ein bisschen her zu mir. Und eine halbe Bier darfst du mir auch mitbringen, gell? Ja, danke. Ja, gut. Du, magst du jetzt erst ein Bett machen, hä? So, also. Was willst du denn, hä? Danke. Wir sind doch zwei reife, erwachsene Mannsbrüder. Ja. Wir haben doch immer gut geredet miteinander. Ja. Jetzt stell dich doch nicht so auf Stur. Hm. Was tut dir denn die Tankstelle? Ja, kommt gar nicht in Frage. Gar nicht in Frage. Gut. Wenn du meinst, von mir aus schreib deine Einwände bis in die letzte Instanz. Ja. Aber nützen wird dir das so, überhaupt nicht. So, Postkarten einschreibt, machen wir mit Prüfbacken vor. Oh. Ja, der Zähne, den ich mitgebracht hab. Gott zum Gruße, meine lieben Brüder im Herrn. Ja, verregt der Kaplan. Was? Ja, Herr Kaplan, komm mal her. War sowieso mal Zeit, dass Sie sich unter das Volk mischen. Traut hat er sich nicht. Er hat gemeint, er sieht euch am Sonntag in der Messe. Aber ich hab ihm schon gesagt, dass er die er beim Stanglwirt trifft, am Sonntag nicht in der Kirche zu erwarten hat. Ja. Ja. Also, jetzt nimm uns Platz, Herr Kaplan. Freue mich, dass Sie mal kommen zum Stanglwirt. Gell? Darf ich Ihnen auch ein Bier bringen? Ein kleines, bitte. Ja, ich bringe Ihnen eins so klein, wie wir es heute haben. Ne? Ja. Sie, lieber Herr Stangl, konnte ich bei der Sonntagsmesse auch noch nicht ausmachen. Was? Ja, Herr Kaplan, ich habe Wirtschaft, gell? Das ist mir fast unabkömmlich. Ich bedauere das zutiefst. Außerdem hat der Stanglwirt ganz andere Sorgen. Der muss nämlich Briefe schreiben, wissen Sie, Herr Kaplan. Aber du, dein Pappmann trug den Post aus. Schon erledigt. Bring mir auch, Rudi. Hätte das nicht auch schon können, hm? Das trifft sich sehr gut, lieber Herr Bürgermeister, dass ich Sie hier auch antreffe. Ich habe da nämlich ein großes Anliegen auf dem Herzen. Ja, aber das sage ich Ihnen gleich. Geld habe ich keins. Also, werter Herr Bürgermeister, natürlich spreche ich auch alle anderen hier anwesenden Gemeindemitglieder mit an. Ja. Es ist eine Schande für so eine aufstrebende, fortschrittliche Gemeinde. Ja, ich wage sogar zu sagen, ich bin empört. Was denn? Das Taufbecken ist leck. Wieso denn? Wir haben doch das Weihwasser in einer wunderbaren, äußerst kunstvoll angestrichenen Regentonne. Genau. Das geht prima. Ich hab doch in Kürze einen Täufling. Und das an einer Regentonne. Ja, glauben Sie, dass das dem kleinen Schratzen was ausmacht? Ja. Aber mir macht es was aus. Ich war ja ahnungslos. Ich gebe das geheiligte Wasser in das Becken. Ja. Und dann war es leck. Ja, leck. Also ich bin zwar erst kurze Zeit in dieser Gemeinde und leider nur für wenige Wochen, aber der Herr ist mein Zeuge. Ich werde diesen Ort nicht eher verlassen, ohne dass ein würdiges Taufbecken in der Kirche steht. Da haben Sie aber was mal vorgenommen, Herr Kaplan. Unterschätzen Sie alle meine Willenskraft und Unnachgiebigkeit nicht, die sich durchaus mit euren bayerischen Dickschädeln messen kann. So, Herr Kaplan, jetzt trinken Sie auf Rechnung des Hauses ein Schnapsel, gell? Na, vielen Dank, lieber Herr Stangl, aber ich trinke außer ab und zu mal ein kleines Gläschen Bier. Keinerlei Alkohol. Jetzt trinken Sie das einmal, dann werden Sie Ihre Meinung gleich ändern. Ja, passen Sie auf. Ja. Ich habe jetzt da einen Prospekt zur Ankurbelung des Fremdenverkehrs entwickelt. Ja. Was hast du entwickelt? Einen Prospekt. Ein Speckbrot war mir lieber. Stepper.
Prospekt, in dem unser geschichtsträchtiger Ort dementsprechend gewürdigt und quasi angepriesen wird. Ja, ja. Und das mit einer Regentonne als Taufbecken. Eben im Zuge von diesem Projekt wird dann eine Verordnung verabschiedet wegen der Reinhaltung unserer öffentlichen Straßen. Könnt ihr euch also gleich drauf einstellen. Was? Wenn bei euch im Rathaus was verabschiedet wird, dann ist das immer mit einem Haufen Geld verbunden. Genau, wer soll denn das zahlen? Ja, ihr? Ja. Werter Bürgermeister, dann würde ich doch gleichzeitig um eine Verordnung bitten zur Anschaffung eines neuen schönen Taufbeckens. Ja, wer soll denn das zahlen? Ja, ihr? Gut. Bist du fleißig heute, ja? Ja, jetzt habe ich gerade ein bisschen Zeit, ja, weil doch keine Kundschaft nicht da ist. So ist ja. Ja, Frau Stange, ja. Sie sind ja ganz blass. Sind Sie krank? Nein, nein, hab bloß ein bisschen schlecht geschlafen heute Nacht. Weißt, meine Sorgen habe ich heute halt auch. Du, Katja, rückst mir für heute Mittag bloß eine schöne Brotzeit zusammen. Hab keine Lust zum Kochen. Ja, gern, Chefin. Okay. Katja, wenn der Herr Lehrer kommt, dann sagst du mir gleich Bescheid, gell? Mhm. Und solltest du meiner Gattin zufällig bei Gelegenheit begegnen, sagst, dass ich heute außer Haus zu essen werde. So ist recht. Das größte Chaos anrichten in der Familie und in meinem Gefühlsleben und dann selber den Beleidigten spielen. Was sagst du jetzt da, Madl, ha? Mei, was soll denn das sagen, Frau Stange? Also, Ehren. Was ist denn? Also, die Birnstengel, die hat ja ein unmögliches Kleid. Leni, das ist mir im Moment vollkommen wurscht. Ich hab andere Sorgen. Ja, ja, ich weiß schon. Du stimmt das. Also, der Alter, was mein Bruder ist, der will nach Kanada. Ja, was will er denn da? Na, fragen doch selber. Ja, das tue ich ja. Also, du, die Birnstengel, die glaubt doch tatsächlich, das Kleid lenkt von ihrem Gesicht ab. Sie sind also das liebreizende Fräulein Katja. Ich hatte beim letzten Mal noch nicht die Gelegenheit, mich vorzustellen. Holdendold. Meines Zeichens Grundschulpädagoge. Sehr erfreut. Ja, freilich, der Herr Lehrer. Ein kleiner Moment. Der Herr Stangl möchte unbedingt mit Ihnen reden. Ich rufe ihn gleich, gell? Das eilt nicht, liebes so. Fräulein Katja. Was ich Sie in aller Zurückhaltung fragen wollte. Haben Sie ein Kind? Ja, um Gottes Willen, wie kommen wir denn da drauf? Entschuldigen Sie, sollte ich Sie mit dieser unbedachten Frage etwa gekränkt haben, so sehen Sie mich untröstlich. Alles, was ich damit zum Ausdruck bringen wollte, ist, es wäre mein innigster Wunsch, den Sprössling einer so charmanten und liebreizenden Person in die Geheimnisse des Kleinen und Großen einmal eins einzuführen. Das ist sehr nett, aber leider kann ich einer damit noch nicht dienen. Ein kleiner Moment, sowas. Herr Stangl, der Herr Lehrer war da. So, mit was kann ich sonst noch dienen, außer Ihrem Kinderwunsch? Sie scherzen. Zwei von diesen äußerst leckeren bayerischen Weißwürstchen hätte ich gerne. Sehr gerne. Ist übrigens etwas Wahres an dem Gerücht, dass die beiden Herrn Stangl nach Kanada auswandern wollen? Nach Kanada? Also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Dachte ich mir doch, weil in diesem Falle könnte es ihm ja egal sein, ob jetzt eine Tankstelle gebaut wird oder nicht. Ja, der Herr Lehrer, gerade wollte ich das überschicken. Passen Sie auf, Herr Lehrer, wir müssen sofort eine andere Strategie entwickeln. Ne? Außerdem müssen Sie mir helfen, und das können Sie ja viel besser, dass meine Interessen auch öffentlich anerkannt werden. Ne? Und sollte ich mein Haus ganz frisch runtergestrichen haben, dann müssen wir versuchen, dass wir mit dem Denkmalschutz irgendwas erreichen können. Ne? Wie alt ist denn das Anwesen? Das müsste natürlich genauestens überprüft werden, bevor wir uns blamieren. Alt, sehr alt. Also auf alle Fälle älter wie ich. Ne? Und Katja, wenn du etwas gehört haben solltest, hast du es nicht gehört. Hast du mich verstanden? Selbstverständlich, Herr Stangl. Gut, Herr Stangl, ich werde mich in meiner äußerst knapp bemessenen Freizeit darum kümmern. Na, das freut mich. Ihnen und Ihrer Familie zuliebe. Das freut mich, Herr Kümmerling. Ah, Herr Lehrer. Ja, gut. Okay, Katja, das Backerl, was der Herr Lehrer jetzt kriegt, das geht auf meine Rechnung. Gell? Vielen Dank. Ja. Dann packen Sie mir noch ein halbes Pfund Leberkäse ein. Das habe ich nur, wenn ich hab. So, ich melde mich, Herr Stangl. Sie melden sich. Ja, und bitte. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen zusammen. Wiedersehen, Herr Melder, Herr Lehrer. Ja, so, Obacht, haben Sie eine Birne da, geben Sie Obacht. Ja, so ist es. Ja.
Eigentlich geht er mal einen furchtbaren Weg. Aber ein bisschen Brief schreibt er als wie ich. Was habe ich jetzt noch zu tun? Ah ja, Kanada, Kanada. Was? Kanada? Ja, sagt er tatsächlich was von Kanada? Also so gern wäre die Stange inzwischen morgen, aber nach Kanada gehe ich nicht mit. Hallo, Katja. Markus, jetzt sind sie schon wieder da. Ja? Ich meine, ich kann ihnen ja nicht verbieten, dass sie reinkommen, aber... Warum? Überall habe ich die Sylvie gesucht. Ja, was kann ich dafür, wenn ich es nicht finde? Die schaut mich schon gar nicht mehr an. Dabei kann ich gar nichts dafür. Was wollen sie schon wieder? Ja, was wollt ihr denn? Also erstens hätte ich gern ein Leberkassemi mit einem Leberkäse drauf. Ja, und dann möchte ich halt gern noch ein bisschen dastehen und sie ein bisschen anschauen und vielleicht ein bisschen mit ihnen reden. So. Und was sollen wir zwei ein bisschen reden? Mal übers Wetter halt. Oder vielleicht haben Sie eine Frage an mich? Ja, die habe ich auch. Ja? Und zwar waren Sie sich mit der Sylvie verloben. Na mei. Kommandant. Ja, da schau her, der Markus ist da. Grüß dich gut. Ja. Du suchst deine Braut, die Sylvie, ha? Ja, freilich. Komisch, ich seh's aber gar nicht. Fräulein Katja, eine schöne Rindfleber hätte ich gern, gell? Ja, genau das. Und für unser Fräulein Frieda, für die Pfarrerskirchen, da soll ich ein paar Schweinsbratelwürstel mitbringen. Und die Würstel, die werden aufgeschrieben, gell? Und dann werden sie mir zwei Backerl machen und schreiben einen Preis auch drauf, gell? Mein Gott, die Arme, die putzt gerade die Kirche, die ist ja ganz durcheinander, weil der neue Kaplan nämlich nur gelbe Ruhm nackt, ja? Wie ein Ross. Und wenn sie mir mal ein Stück Fleisch ins Gemüse schmuggelt, dann lasst er das Pfeil gerade stehen. Nein, also ich muss ja wirklich sagen, froh bin ich ja, wenn unser Pfarrer wieder da ist. Weil wenn wir uns ganz ehrlich sind, ein kleiner Vogel hat der Kaplan nämlich schon, gell? Also dann hätte ich es heute wieder Geld für den Guckfrau, Katja. Für gut. Markus, ja. Haben schon im Büro nachgeschaut. Vielleicht ist die Sylvie da drüben. Hat jetzt die eigentlich ein einziges Mal Luft geholt? Sehen's, Markus, genau so werden Gerüchte verbreitet. Also, was ist? Sie sind mir nur eine Antwort schuldig. Hey, ja, mei. Ich hab die Sylvie schon recht gern. Aber irgendwie stimmt's einfach nicht mehr in der letzten Zeit. Ach was, das beruhigt sie alles wieder. Ja, das Komische dabei ist, dass ich eigentlich gar nicht weiß, ob ich das überhaupt noch will. Markus, wenn das wirklich so ist, dann ich schwör, dass ich kündige. Na, Katja, das darfst du nicht machen. Dann komm bitte schon nicht mehr in den Laden rein. Markus, bitte, machen wir's doch nicht so schwer. Schau, alle sind so nett zu mir. Mir gefällt die Arbeit. Aber wenn ich schuld drauf sei, so dass eure Beziehung auseinandergeht, ich kann, glaube ich, wirklich nicht mehr froh werden. Geh, Katja, schau, es sind schon so viele Beziehungen auseinandergegangen, das tät sich auch wieder beruhigen. Ja, und ich hab das Gefühl, dass wir zwei recht froh werden könnten miteinander. Na, jetzt hörst du aber auf. Gerade hast du gesagt, du hast die Sylvie gern. Ja, freilich hab ich ja. Ja, dann bleibst du bei ihr. Sonst, Markus, ich kündige. Ja, du hast ja wahrscheinlich recht. Aber trotzdem, einmal muss ich dich in den Arm nehmen. Markus, bitte, wir sind im Laden, wenn da jemand reinkommt. Schon passiert. Oh. Interessant, interessant. Gerti, das, was du jetzt meinst, gesehen zu haben, das hast du nicht gesehen. Tja, mein, also mir geht ja jetzt ein ganzer Nebelscheinwerfer auf, gell? Mir geht also das Lüfterl. Gerd, ich flehe dich an, du täuschst dich wirklich. Ich glaub, du täuschst dich. Ich bin gar nicht so blöd, wie die Leute aber sagen. Nein, das ist bei mir alles nur Tarnung. Jesus, 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 um Gottes Willen. Wann ist denn da herum das letzte Mal sauber gemacht worden? Gerti! Gerti! Ich bin gerade nicht da. Red nicht so Blätter her und bring mir ein Eimer Wasser. Bitte nicht eine Wasserkuhle, hä? Welche Stimmung ist in diesem Haus? Das ist für kein Betriebsklima mehr. Ja, also so ein freches Luder. Ja, aber freilich, ich kann ja wieder auf die Leiter rauf und runter turnen. Hier runter da, wir haben jetzt was zum Reden. Also du brauchst mich vielleicht gar nicht nachschicken, Erna, weil ich gehöre nämlich auch zur Familie, gell? Mama, es ist einfach unerhört, dass der Opa das Mädel mit dem Motorradl in die Disco fährt. Da weiß man doch überhaupt nicht mehr, was man sagen sollte. Sag's ihm doch selber, du kennst ihn doch. Meinst du, der lässt sich von mir was ausreden? Da regt mich die ganze Geschichte mit Kanada schon mehr auf. Ja, also, du, das hab ich auch gehört. Und was hör ich da wieder? Der alte Depp war in der Disco. Und der alte Kacker, der will noch Kanada. Also, Erna, passt auf zu dir.
fallen lassen. Auf gar keinen Fall. Tante Leni, wegen dem sind wir da. Und lasst es bitte uns machen, ja? Mach jetzt einen Kaffee, sitzt euch hin. Hol mir Tassen. Sag mal, Christa, weißt du überhaupt, um was da geht? Hat dir der Stefan schon was gesagt? Nicht viel. Wir sind auch gleich ins Streiten gekommen. Aha. Ja, siehst du es da? Das ist es ja. Also bei so akuten Notständen, da müssen die 14 Nothelfer her. Also da schlägen einige. Die haben im Moment mehr als wir 14 Probleme. Also such dir einen anderen Heiligen aus. Sag mal, Christa. Weißt du, die zwei müssen jetzt unbedingt Rede und Antwort stehen. Ja. Wir haben das Recht zu wissen, was sie vorhaben. Peter! Redo! Der Stefan soll auch gleich nehmen. Das ist gut. Bei euch da trau, dass ich nicht so auftrauen. Was ist denn da los? Die haben nicht geschrien. Also so ein neugieriges Luder. Nein, ich wollte ja nur sagen, dass ich ganz was Neues weiß. Ja. Was denn? Jetzt sag ich's nimmer. Krieg ich einen Kaffee? Der ist gleich fertig. Und auf Neuigkeiten sind wir heute sowieso nimmer scharf. Hab ich gemeint, du sprichst mich heute nicht mehr an. Geh, tu doch nicht so blöd. Wo ist denn der Stefan? Schon da. Aube, wird der Kriegsrat abgehalten? Na, freilich, wir sind ja schwer Verbrecher, weil wir einmal im Leben die Ketten durchbeißen und zufällig einmal nach Kanada wollen. Lächerlich. Nein, Opa, das ist überhaupt nicht lächerlich. Wir wollen als Ehefrauen in diese Planungen mit eingezogen werden und dass man redet mit uns. Aber ihr behandelt uns ja wie Putzlumpen. Ui, jetzt scheppert's gleich. Sei stark und schick es uns raus. Schau, Christa. Schau, Christa. Ich hab's ja bis vor kurzem selber nicht gewusst. Wir haben's ja selber nicht gewusst. Ja, ich hab ja diese Verbindung eigentlich nur interessehalber. Interessehalber, ne? Ja. Ja, aber jetzt hab ich Angebote gekriegt, die alles unterbieten, alles, was bei uns da an Holz zum Kriegen ist. Genau, ja. Und wie möchtest du dieses Holz hierher transportieren? Vielleicht im Koffer oder im Handgepäck, falls du überhaupt fährst? Na, ich hab auch einen Koffer dabei. Aha, jetzt sind wir beim Punkt. Was denn? Stefan, mach du wo und mit wem du willst deine Geschäfte. Aber bitte schön, zu was brauchst du einen Opa dazu? Moment bitte, erstens, ich werde gebraucht und zweitens fahre ich dahin, wo ich will, wenn ich will. Ja, genau. Ja, ich möchte den Vater halt gern dabei haben. Ich möchte dabei haben. Ja. Ja, und anschauen müssen wir das Holz auch, nicht? So ist es. Ja. Hm. Ja, und was den Transport angeht, so ist das Ganze trotz Frachtkosten noch billiger als wir bei uns da. Viel bei uns da. Ja, sind jetzt diese Argumente, die jetzt mal gelten lassen? Ja, ja. Wer's zeigen, die fallen um. Wir sollen doch die zwei Mannsbrüder endlich fahren lassen, da hätten wir unsere Ruhe. Nein, schau, halt nicht so krank, ich sonst frier's mir bis zum Zehen unter. Okay. Wie lange gedenken denn die Herren zu bleiben in dem Kanada? Ja, höchstens 2 oder 3 Wochen. Was? Nicht länger? Bleib doch gleich ganz drüben. Brauchst du überhaupt nicht mehr heimkommen? Ich will dich gar nicht mehr sehen. Du, vielleicht fressen dann die Bären. Denk doch nicht, Mama. Schließlich und endlich geht's um was. Das ist mir wurscht. Mir kommt's drauf an, wie man sowas sagt. Ja. Aber hab ich's denn nicht in der richtigen Minute und demütig hab ich... Ja, und genau im richtigen Moment gesagt. Und? Wann fliegt's jetzt nach Kanada? Sie fliegt's jetzt nicht, oder was? Das ist noch nicht raus. Das ist noch nicht raus. Mama, Oma, das könnt's doch nicht bringen. Das könnt's doch nicht bringen. Das könnt's nicht bringen. Mama, so eine Chance darfst du doch den Papa nicht vermasseln. Und du, Oma, du weißt doch ganz genau, dass der Opa doch schon immer von einem großen Abenteuer geträumt hat, oder? Ich habe auch schon von viel geträumt. Nehmen wir's mit, die alte Hurschachtel. Also, Oma, ich muss schon sagen, da wäre ich wirklich schwer enttäuscht von dir. Du jetzt was anderes, Papa. Wie schaut's denn aus? Darf ich auch mit? Ich mein, als den Erbe müsst ihr bei solchen Geschäften schon mitmischen, oder? Du kannst gleich ein paar hinter deine Ohren kriegen, ja? Also passt auf, ihr wisst jetzt, um was geht. Ja. Überlegt euch die Geschichte, weil so in 14 Tagen darf's losgehen. Was? Schon so bald? Wir geben euch jetzt ein paar Stunden der Besinnung. Geht in euch, denn mit oder ohne euren Segen, wir fliegen. Komm, mein Sohn. Ja, genau. Moment einmal, Papa. Moment einmal, wir haben überhaupt noch nicht ausgeredet. Wie kommst denn du dazu bei der Nacht mit der Silbe mit dem Motorrad so Disco? Jetzt sitze ich da und bin gerade so gescheit wie zuerst. Ja, weil du auch alles gefallen lässt.
Also ich hätte ihm schon das Richtige erzählt. Das soll sich der Feichtel muss einmal trauen, dass er seine Backel in Kanada drüben ausdruckt. Seid ihr auch noch da? Schleicht euch doch. Auf eure guten Ratschläge bin ich überhaupt nicht scharf. Immer wenn's intim wird, muss mir gehen. Schließlich gehört zur Familie. So, sag einmal, Oma, schmeißt mich jetzt auch raus? Nein, ich habe halt noch eine Arbeit, Burschau. Und ein Opa, sein Bett liegt auch noch drüben in der Wirtsstube. Ah, ich verstehe. Dann darf der Opa heute Nacht wieder in sein Bett, hä? Das weiß ich noch nicht, Bub. Komm, Oma, ich helfe dir auftragen. Ja. Du, Oma, sei nicht traurig. Ist gut, jetzt komm. Nein, mein Lieber, so einfach geht das nicht. Du machst aus einer Mücke einen Elefanten. Bloß weil ich durch den Laden rein bin. Gell, das ist doch lachhaft. So, lachhaft, dann lach halt. Die Gerdi hat mir alles erzählt. Du brauchst überhaupt nichts leugnen. Hat also diese blöde Nocken nicht still sein können? Ja, und was ist dann mit dir? Ha? Mit deinen nächtlichen Ausflügen in die Disco? Ha? Noch dazu mit deinem Opa? Ha? Das ist lachhaft. Nerv doch nicht so. Die Leni und die Gerdi hingen schon mit dem Ohrwaschel am Fensterblech. Hier gibt's nichts zu hören. Und du, mein Lieber, misch dich nicht in unsere Intimsphäre. Oh, da darf ich aber jetzt schon lachen, gell? Herrschaft, jetzt seid's doch nicht so kindisch. Verlobt euch doch endlich einmal, dann ist er Ruhe. Das hätte ich ja schon lange, aber er muss sich mit der Katze im Laden rumschmusen. Mit so einem verlobt man sich doch nicht. Das ist überhaupt nicht wahr. Wir sind bloß ein bisschen näher beieinander gestanden, weil sie mir eine Wurstzimme gegeben hat. Du hast deine Wurstzimme da drin zum Essen und sonst nirgends. Also eure Dialoge, da haut's einem Vogel aus. Streiten da herin, wer und wo seine Wurstzimme ist. Sagt sie mal, seid sie noch ganz sauber? Okay. Jeden Tag sagt einen anderen Vorwand, dass er durch den Laden gehen kann. Meinst du vielleicht, ich spann das nicht? Ah, da schon her. Also, mein lieber zukünftiger Anverwandter, ich möchte einmal was klarstellen. Der Laden ist in Zukunft mein Jagdrevier. Und du isst deine Wurstzimme da herin. Und zwar serviert von deiner Braut, der Silvi. Kennst du das? Sag mal, kannst du eigentlich einmal ein Mädel auslassen? Warum soll ich das? Also, Silvi, du bist schon an vielem selber schuld. Jedes Mal, wenn ich zu dir gekommen bin, hast du mich abblitzen lassen. Dauernd fährst du ein Lohr vor. Das stinkt mir einfach. Sag einmal, Markus, magst du mich überhaupt noch? Warum fragst du denn da jetzt? Weil du die Katja im Arm gehabt hast. Gib's zu. Naja, das war halt ein kurzer Moment der Versuchung. Zwischen Wurstsemmel und Essiggurken ein Schneißbusserl. Auch nicht schlecht. Halt dich du da raus, du und überhaupt. Die brauchen wir jetzt wirklich nicht mehr da herin. Nicht? Nein. Aber ich möchte noch was hören. Markus, du, wann verloren wir uns denn? Mei, wenn du willst, wenn dein Papa und dein Opa von Kanada zurück sind. Mhm. Das wollte ich hören und jetzt gehe ich wieder. Und zwar ein bisschen in den Laden aus. Da spielt Musik. Und jetzt musst du mir ganz fest versprechen, dass es für dich nur noch mich gibt, ja? Ja. Du, und wenn dein Opa wieder mal in die Disco will, dann darf er. Aber nur mit uns. Nein und noch mit nein. Der alte Dackel, der muss nicht mehr nach Kanada fahren. Der soll bei mir daheim bleiben, da wo er hingehört. So, und jetzt putze ich da drum endlich einmal fertig. Da habe ich jetzt gerade die richtige Wut im Bauch. Weibelin, da bist du ja. Was ich fragen wollte, bist du jetzt in dich gegangen? Hast du noch was dagegen? Ha? Schau mir ins Gesicht. Dann hast du meine Antwort. Ja, das sehe